Hallihallöchen zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Unboxing-Video. So eines von dieser Art habe ich noch nicht gemacht und wir schauen uns heute das Yoshi-Amiibo an zu Yoshi's Woolly World. Ein Woll-Yoshi soll es sein, sieht auch echt schön aus. Schauen wir uns mal die Rückseite an, da können wir direkt sehen, dass man da sein Design speichern kann da auf dem Amiibo. Und natürlich als Begleiter in dem Spiel und persönlich interessiert mich der Begleitfunktion etwas mehr. Dann schauen wir uns den mal gut an. Ich habe oben schon mal das hier weggerissen, damit man nicht so gefummelt hat hier im Video. Dann macht man das hier schön auf. Relativ einfache Verpackung, wie ich finde. Man hat nicht dieses Gefummel wie bei den Smash Amiibos. So, und da ist auch schon der junge Kerl. Dann müsste man nur noch ein bisschen Klebeband hier hinten lösen. Da haben wir so einen kleinen Streifen hinter dem Amiibo. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. So, hier habe ich ihn hinten gelöst. Und ziehe das noch voll ab. Und schön sieht's aus. So, dann können wir ihn auch schon rausnehmen. Die Verpackung brauche ich nicht mehr. Und hier haben wir noch schon den kleinen Yoshi. Das kleine Woll-Yoshi in hellblau. Echt schön verarbeitet, echt gut verarbeitet. Ist tatsächlich auch aus Garn gemacht. Hätte ich erst mal gar nicht vermutet. Als ich die gesehen habe, ich dachte, es wäre reine Textur. Sehr schöne Details, auch mit dem Sattel und die Füße fühlen sich auch sehr schön flauschig an. Es war bestimmt enorm Aufwand, den herzustellen. Ansonsten sehen wir hier noch ein paar schöne kleine Etiketten. Zum Beispiel, dass der Amiibo aus Polyester gemacht wurde. Und natürlich, ja, also vom Design her auch sehr schön. Dann haben wir hier hinten noch ein Amiibo-Aufdruck. Dort ist der NFC-Chip eingearbeitet, aufgenäht. Wie auch immer, so genau kenne ich das auch nicht. Und ja, echt putzig. Und auch von der Verarbeitung und alles. Es fühlt sich sehr flauschig an, er ist sehr toll verarbeitet. Alles sitzt und passt. Und keine knubbeligen Stellen. Echt toll gemacht, wirklich toll. Ja, das wäre es auch eigentlich auch schon zum Unboxing. Und zu den Funktionen komme ich beim nächsten Mal. Bis denn, macht's gut und tschüss, tschüss.